Recht herzlich willkommen zur 132. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, gehen wir mal rein und dann müssen wir ein bisschen hier was ändern. Dann gucken wir hier nochmal nach. Na, wie muss ich das jetzt machen? Plus. So, hier seht ihr, habe ich schon gemacht, den Okta eingebaut in die Rakete. Hab das dann hier auch, na warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Da, ne, gespeichert. So, das Ganze speichern wir nochmal da. Dann ist der Podke da schon drin. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, und dann sind wir eigentlich schon soweit startklar, ne? Hier habe ich das auch nochmal nachgecheckt. Das passt. So, dann können wir auf den Startplatz gehen und eigentlich... Ne, können wir nicht. Wir wollten hier noch reingucken. Kerbin, Mun, Minmus... Science Data vom Surface, das ist vom Boden. Wir landen aber nicht jetzt. Ist die Frage, ob wir es annehmen sollten, aber ich glaube erstmal nicht. Und der Rest hier ist jetzt nichts mit Minmus, was wir irgendwie erledigen könnten, ne? Dann sind wir da auch raus. Aufträge hatten wir, dann haben wir hier noch Dingens. Ja, hatte ich letztes Mal noch kurz reingeguckt. Hier können wir Solarpanels drauf, also Photovoltaikpanels drauf machen für Strom. Die sind dann ausklappbar. Hier ist noch eine Batterie. Thermal Control System, Medium, keine Ahnung, was das ist. Thermometer oder sowas in einer größeren Form. Was haben wir hier? Mobilprobe an Labor. Kelos Mobility Enhancer, keine Ahnung. Das sieht nach einer Treppe aus, die sich ausfahren lässt, genauso wie die in einer anderen Form, ne? Dann haben wir hier noch... irgendwie eine Spitze. Keine Ahnung, wofür die gut ist. Reaction Wheel noch. Größeres. Das ist irgendwie ein Triebwerk. Und das ist noch ein Tank. Hier haben wir ein Schutzschild, ein Hitzeschild. Beine. Fallschirm und nochmal Räder zum Fahren. Ach so, da müssen wir wenn das erst machen. Das sind aber noch ein paar Windleitbleche. Und hier ist das ähnlich. Wäre das aber, um das zuerst zu machen. Glaube ich, machen wir nicht. Grabbing Unit. Keine Ahnung, was der gräbt. Hier haben wir Nosecone, also eine Nasenspitze. Da ist nochmal eine Hülle. Hier ein Bauteil. Stack Separator, Docking Port, Radial Attachment Point, okay. Und das ist ein Adapter, um dann drei Raketen zu machen, Treble, oder? Ne, B ist zweifach nur. Das haben wir da. Hier haben wir noch ein paar Tanks. Okay, weiß nicht, wofür die waren. Hier sind noch ein paar Motoren. Sagen wir lieber Triebwerke. Und da ist noch ein kleiner Tank. Und hier oben haben wir noch Twin Bore Liquid Fuel Engine. Keine Ahnung, wofür der ist. Und das ist noch ein größeres Triebwerk. Gut, also wenn, dann würde ich wahrscheinlich hier das machen wollen. Aber da wir die Mission ja jetzt nochmal fliegen, um dann die Satelliten auszusetzen, denke ich mal, brauchen wir das jetzt nicht unbedingt machen. So, dafür ist dann alles fit. Dann gehen wir hier rein. Dann brauchen wir die Minus V1. Das ist die und da setzen wir den Podka rein. Jetzt haben wir eben nicht das über das Dingens gemacht, müssen wir hier halt nochmal machen. Dann können wir starten, oder? SAS an. Das ist alles gut. Vollen Schub geben. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen 3, 2, 1, go. So. Ein bisschen in die Quere legen.
Die dreht sich zu mir hin, ne? Kann das sein? Machen wir mal so. Sieht aber wohl so richtig aus. Ist dem so? Nee, ist überhaupt nicht so. Ist voll falsch. So will ich die da nicht hoch haben, ne? Mach das aus. Die fliegt doch jetzt dann total verkehrt. Kriege ich die irgendwie nochmal in die Richtung, wo ich sie haben will? Ich glaube nicht. Die will gar nicht in die Richtung, ne? Oh, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Kriege ich nicht gedreht. Die fliegt sonst wohin, ey. Boah, super blöd. Da kann ich jetzt nichts machen, ne? Oh, kriege ich nicht korrigiert. Ja, das war's dann schon wieder mit dem Ding. Wir sind auch schon reichlich hoch. Das bedeutet, ich kann die querlegen. Macht sie auch nicht, weil diese Steuerung jetzt an ist. Ja, das war's dann schon wieder. Also das ist ja voll schief gegangen jetzt, ne? Ja, bleiben wir da soweit. Beziehungsweise ich bin schon fast am Überlegen, dass wir erstmal vorrücken. Ein bisschen. Weil das macht ja da oben mehr Sinn zu steuern, oder? So. Und wieder Vollschub geben. Jetzt sollte eigentlich wieder der Orbit gestellt werden, ne? Ja, dumm gelaufen, ne? Ärgerlich. Doof. Aber wir werden auch aus diesem Orbit dahin fliegen können, ne? Das ist das nächste. Müssen wir nur erstmal hier ein Orbit rummachen. Ja. 152. Ist jetzt nicht der ideale Zustand, aber ist halt so. Wäre dann auch noch schön, wenn wir hier so brennen, dass das auch mal wird. Sieht nämlich gerade auch irgendwie komisch aus, dass das hier nicht größer wird. Oder täuscht das nur? Nö, der wird nicht wirklich größer, oder? Ja, doch, der wird schon größer, aber zu was für einem Preis, das ist die Frage, ne? Kommt er langsam, ne? So, ja. Sollte nicht lange dauern, dann ist er gleich rum. So, ja. Jetzt ist er gleich da. Da erscheint die Periapsis. Und gut ist. Ja, das war jetzt nicht so der Erfolg, ne?
Schade drum. Da ist der Mun, da ist der Minmus. Jetzt müssen wir natürlich einen tollen Ausgang finden, um da hinzukommen, ne? Nee. Wo wir den jetzt finden im Punkt, ist natürlich die nächste Frage, ne? Ob wir ihn überhaupt finden, ist ja auch noch die nächste Frage. Höhe wäre jetzt ideal. Macht nicht wirklich Sinn, jetzt hier zu suchen, glaube. Entschuldigung. Ich kann den nämlich jetzt schlecht auf dieser Ebene da drehen, ne? So rum. Also kann ich schon, klar, aber... Hier haben wir schon mal eine Mundperiapsis. Und da sehen wir, was wir da für Kosten auch haben. Also das Manöver kicken bringt nichts. Fokus? Ne, nicht Fokus. Set Target, so war das. Wieder dahin. Und... Ne, dann können wir diese Seite nehmen, wir fliegen ja so rum. Add Manöver. Und... Ne, das ist jetzt der falsche, oder? Oder ne, war doch der richtige. Andersrum. Wer weiß, wo der da hinkommt, ne? Ne, warte mal, das ist schon richtig, aber... Hä? Wo ist denn das für ein Kreis? Okay, das hat halbwegs funktioniert. Das ist der Mund, ne? Ja, wir müssen da hinten hin. Stopp mal. Kriegen wir das irgendwie hin, nein, ne? Wo ist der? Da ist er. Das würde bedeuten, ich muss erst noch weiter nach da. Das kann ich aber so gar nicht setzen. Das kann ich so gar nicht setzen. Das bedeutet, wir machen erstmal den wieder kleiner hier. Ach, das war gerade der Mund, ne? Ja. Den hätte ich gefunden, aber der ist an der falschen Stelle. Ja, das gestaltet sich sehr schwer hier.
So, das war noch mal okay. Tja. Ich glaube, das Unterfangen läuft hier gerade schlecht. Mach mal so und komm erstmal auf eine Ebene mit dem. Sag schon. Mit dem auf eine Ebene kommen. Eins Komma neun und 1,9. Jetzt müsste man gerade noch wissen, um welchem Rad man drehen muss, ne? Das wäre es, wenn falsch rum. 1,2. D ist wie auch so viel wahrscheinlich, genau so ist es. Eins Komma eins, eins, da ist auch eins, da ist schon 1,1. Würde ich mal sagen, machen wir dahin. Da ändert sich nichts. Da auch nicht. Der Schnittpunkt dieser beiden Bahnen, der ist ja schon sonst wo. Und wenn ich sehe, was ich hier brennen muss, ne, dann mache ich mir gar keine Gedanken mehr darum. Irgendwie ist der Start dumm gelaufen, ne? Wir das nochmal hinkriegen. Was haben wir jetzt? 0,3. 0,5, 0,3, 0,2, lass mal so, 0,1, da geht nichts ändern, geht auch 0,0, da geht 0,2. Da ist auch 0,2. Da ist 0,1. Da tut sich nichts. Ja, besser geht das gerade nicht. Wird wohl nicht anders funktionieren. Was hat er denn jetzt gemacht? 1,5, ich hab doch eben. Okay. Na, jetzt müssen wir wieder auf 0,1 kommen. Oh, das ist aber kompliziert. So, wir sind da unten, deswegen geht das so schlecht. Da ist 0,1. Da tut sich nichts. Da wahrscheinlich auch nicht. Wieder zurück.
glaube, das wird nicht besser. Lassen wir so. Ja, dann gucken wir mal, was wir daraus noch machen können, oder? Obwohl es mir vorkommt, als ob diese Mission doch abzubrechen ist. Okay, aber für die Folge soll es dann erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.